Willkommen zum dritten Teil von Heike Herzog mit ihrem neuen Buch. Denn nach einem Schlag ist nichts mehr, wie es war. Ich gehe davon aus, ihr habt die ersten beiden Teile euch auch schon angehört. Das Interview sowie die beiden Lesungen, die anhängenden. Wenn nicht, klickt mal am Ende des Videos auf die ersten beiden Teile oder ich verlinke sie euch unten auch gerne mal. Könnt ihr euch anschauen, solltet ihr euch anschauen. Auf jeden Fall lesenswert, hörenswert. Also solltet ihr euch anhören. Das Buch solltet ihr auf jeden Fall lesen. Ich als Zuhörer bin schon total begeistert und ich freue mich mehr darüber zu hören. Und heute der dritte Teil, der etwas ein sehr trauriger Teil, ja, aber ein sehr richtungsweisender Teil in deinem Leben. Ja. Der wirklich alles verändert hat, aber mir letztendlich auch dieses Buch schenkte. Ja, ja. Ohne diesen Teil würde es das Buch mit Sicherheit nicht geben. Ne? Ja. Genau. Also, lasst uns beginnen. Ich blätter wieder ein kleines Stück zurück in die Lesung beim letzten Mal. Nichts, aber auch gar nichts ist vorhersehbar. Was dir der nächste Moment bringt? Vielleicht das Glück deines Lebens oder Trauer und Schmerz. Denn der eine Tag, der alles verändern kann, beginnt jeden Morgen aufs Neue. So wie dieser. Donnerstag, der 27. Oktober 2016. Anfangs ein Wochentag wie jeder andere. Gut, mein Mann befand sich auf Dienstreise, doch das war keineswegs etwas Ungewöhnliches. Als ungewöhnlich empfand ich auch nicht die Müdigkeit, die mir nach dem Weckerklingeln um 5.15 Uhr das allmorgendliche Aufstehen erschwerte. Also wie immer raus aus dem Bett, ab ins Bad, Teewasser aufgesetzt, Frühstück vorbereitet, Fenster im Wohnzimmer geöffnet, Lotte geweckt, zurück zur Küche und da geschah es. Ohne Vorwarnung, ohne Ankündigung. Irgendjemand versetzte mir einen Schlag. Ich verlor den Halt, fiel, lag hilflos am Boden. Wer hatte mir das angetan? Aufstehen. Ich wollte wieder aufstehen, weitergehen, weiterleben. Doch irgendetwas oder irgendjemand hinderte mich am Aufstehen, Weitergehen, Weiterleben. Meine Augen suchten die nähere Umgebung ab und nahmen Erschreckendes wahr. Mein rechter Arm und mein rechtes Bein lagen ungewöhnlich verbogen, wie vom Körper abgetrennt auf dem Boden. Angst packte und schüttelte mich. Schreien. Ich wollte schreien, um mich von dieser Angst zu befreien. Doch kein Ton verließ meine Lippen. Nur Speichel rann über Kinn und Hals. Schlucken. Ich musste doch schlucken können. Doch all meine Bemühungen blieben erfolglos. Mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Ich konnte denken, aber nicht mehr handeln. Gefangen in einer mir fremden Hülle. Gefangen in mir selbst. Und genau in diesem Moment eroberte rücksichtslos ein vernichtendes Gefühl jede Zelle meines Seins. Die Todesangst. Lotte, da stand plötzlich Lotte. Hilfe, riefen mein Blick und meine Körper ihr zu. Sie verstand. Sie handelte. Sofort. Nur Sekunden später saß meine Mama neben mir und schlug mir bittend ins Gesicht. Bleib hier, geh nicht weg. Schau mich an, kannst du mich hören? Gib mir ein Zeichen. Ja, ich konnte ihre Stimme, doch auch das Weinen meiner Kinder hören. Meine Kinder. Geschockt von meiner Hilflosigkeit schauten ihre mit Tränen gefüllten Augen auf mich herab. Noch vor wenigen Minuten schien uns das Leben zu umarmen. Ein langsam erwachender Herbstmorgen. Zwei sich regelnde Mädchen unter ihren warmen Decken. Eine leise die alltäglichen Dinge verrichtende, liebende Mutter. Und im nächsten Augenblick ließ es uns fallen. Zerstört das Bild der Harmonie. Pechschwarze Wolken am Herbsthimmel, Kinderaugen voller Angst, ich am Boden liegend und um genau dieses eine Leben ringend. Mit zitternden Händen streichelte Lotte und Leni mein Gesicht. Dabei nahm ich mit Erschrecken wahr, dass nun auch mein rechtes Auge seine Funktion eingestellt hatte. Emotional funktionierend war der Gedanke kaum zu ertragen, dieses körperliche Versagen hinnehmen zu müssen. Doch noch war ich nicht bereit, kampflos aufzugeben. Unter Einsatz all meiner verbliebenen Kräfte versuchte ich abermals, die Kontrolle über meinen Körper zurückzuerobern. Erfolglos, entwaffnet und in Ketten gelegt, blieb mir nur noch die Resignation. Wahnsinn. Also
Das ist so eine Situation. Ja, die reißt dich völlig aus dem Leben raus. Ja, ne? Es berührt mich auch jetzt zunehmend. Es berührt mich jedes Mal wieder. Das glaube ich. Ne? Aber ich glaube, jede Auseinandersetzung damit lässt mich das trotzdem verarbeiten. Ja, ja. In den ersten Lesungen fiel es mir extremst schwer, diese Zeilen zu lesen. Ich war immer wieder mittendrin in dem Moment. Mhm. Und ich bin dankbar dafür, mit dem Lesen das ein bisschen selbst abarbeiten zu können. Zu verarbeiten können, wobei auch immer wieder, ja. Man, und das sollte, glaube ich, auch so sein, dass es immer mit sich tragen sollte, um achtsam mit sich sein zu können, um überhaupt achtsam zu sein mit seinem Leben. Ja, ja. Ja, gut, ich glaube, du kannst noch so achtsam sein, wenn du Situationen erfahren musst, die dich dazu treiben. Ich weiß nicht, ich glaube ja nicht, dass das bei dir davon kam, weil du dich ungesund ernährt hattest. Nein, oder was, keinesfalls. Ne? Ja, und das ist das. Ne? Also, ja, was mir am meisten Angst gemacht hat, war dann auch in den folgenden Stunden und Tagen, dass ich das Ganze ja nie ankündigte. Und so ein Schlaganfall ist sowas Fieses, Hinterhältiges. Ja. Das überfällt dich wirklich, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Schlaganfall. Anfall, von ja. einem, ja. mit einem Schlag, mit einem also von Schlag, ja. einem Moment ja. zum anderen ja. Ja. ändert sich alles. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Ja. Und wie gesagt, es gab nichts, was ich vorher gespürt habe. Es gab, ich habe schon immer gesund gelebt. Mhm. Ich rauche nie, ich trinke. Du trinkst ja auch keinen Alkohol. Kein Alkohol. Ne? Ja. Ich habe bestimmt kein Übergewicht, ich habe eher zu niedrigen Blutdruck. Ja, ja, man sucht dann immer nach Gründen, warum ist das geschehen. Ja. Aber letztendlich ist es ja dann sowieso schon geschehen. Also vorbeugend kann man da schwer etwas tun, aber man kann natürlich Risiken mindern, indem man eben wirklich gesund lebt, indem man doch auch Stress vermeidet, weil mir wurde klipp und klar auch im Klinikum gesagt, Stress bewirkt auch chemische Reaktionen oder löst es aus im Körper und selbst daraufhin können Schlaganfälle entstehen. Ja, ja, natürlich. Es ist ja auch bekannt, dass durch Stress auch Krebs entstehen kann. Mhm. Ne? Ja, und den Moment zu fühlen, ja, wie fühlt, wie fühlt sich, also ich denke, von euch wissen es auch die wenigsten, wie sich sowas anfühlt und mich würde einfach mal interessieren, spürt man in dieser rechten Hälfte überhaupt noch was? Oder? Also es gibt ja verschiedenste Ausfälle bei Nachschlaganfällen. Es gab, ich habe zum Beispiel auch Betroffene dann später in der Reha kennengelernt, die hatten wirklich nur leichte Ausfälle. Die konnten schwer sprechen, vielleicht nicht schlucken, hatten leichte Bewegungseinschränkungen. Aber also für mich war das Schlimmste, dass du gar nicht mehr sprechen konntest, oder? Nee, dass ich noch wach war, dass ich das mitfühlen musste. Ja. Es gab viele, die einfach dann auch weggetreten waren in der Zeit und das nicht bewusst nicht miterlebt haben. Ja. Aber ich war eigentlich immer geistig komplett voll da. Und musste dann eben sehen, dass ich über dieses Arm, über dieses Bein keine Kontrolle mehr hatte. Ich wollte reden und es passierte nichts. Ich wollte schlucken und es passierte nichts. Mhm. Und das ist sowas von erschreckend, sowas von beängstigend, dass du zwar lebst, aber keinen Einfluss mehr auf das hast, was du gerade tust, was mit dir geschieht. Auf deinen Körper, ne? Dass dein Geist noch da ist, noch fit ist. Und, Und du kannst eigentlich wirklich nur dann abwarten und auf Hilfe hoffen. Ja. Also was ich dann wirklich hatte, ist Todesangst. Ich hatte wirklich Angst zu sterben. Und in dem Moment geht eigentlich wirklich alles an dir vorüber. Mhm. Und ich hatte vom ersten Moment an panische Angst. Und ich hatte auch sofort Angst um meine Kinder. Ja, natürlich. Also das war das, was mich zuerst erobert hat. Ich habe vielleicht gar nicht mal so sehr über mich nachgedacht. Schon, ich hatte schon Angst, nicht mehr da sein zu dürfen. Ja. Aber eigentlich mehr wegen meinen Mädels. Und dann zu sehen, wie traurig die sind und wie schmerzerfüllt es für die ist. Also du hast auf einem Auge noch richtig gesehen, nur auf dem anderen nicht mehr. Also linke Seite hat komplett funktioniert. Ja. Rechte Seite also, gar nicht mehr. Du auch den Arm bewegen und links? Links, ja. Es ist ja meist, also es ist ja so, wenn das die Hirnhälfte rechts betrifft, ist man linksseitig
eingeschränkt. Und andersrum, bei mir hat es die linke Seite betroffen. Also links war das Gerinnsel, ein sehr großes. Das würde mir dann in der Klinik über die Leiste aufgesprengt und abgesaugt. Und demzufolge war bei mir rechts betroffen. Und ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich sofort in eine Klinik gekommen bin, die direkt Schlaganfallstation, diese Stroke Unit, den Patienten zur Verfügung stellt und dort wirklich sofort Hilfe spendet, die sofort jegliche Maßnahmen einleiten kann. Mhm. Und wenn irgendjemand in der Familie, wenn man jemanden oder vom Freundeskreis, wenn man sich nicht sicher ist, was es ist und solche Erscheinungen auftritt, dann sofort einen Rettungswagen rufen und auch sofort äußern, dass man den Verdacht hat, weil dann reagieren die auch sofort anders. Ja, ich glaube, umso schneller etwas du passiert, behandelt wirst, ne? Das Zeitfenster ist halt nur ein geringes, weil es sterben ja dann an den Stellen immer mehr Hirnzellen ab und dort ist man ja dann zunehmend mehr eingeschränkt und dort muss wirklich sofort gehandelt werden. Ja. Weiter zu dem Moment, an dem ich diesen Schlaganfall erlitt. Kalte Luft ließ mich frösteln. Haus- und Wohnungstür mussten offen stehen. Stimmen drangen an mein Ohr. Ein leichter Dämmerzustand schenkte mir Minuten zum emotionalen Durchatmen. Doch die vernommenen Werte der Blutdruckkontrolle im Krankenwagen ließen leider all meine Sinne wieder erwachen. Mit Wucht überrollte mich eine unbarmherzige Panikattacke. Mein Körper versuchte, sich aufzubäumen, meine Stimme sich mit einem Schrei bemerkbar zu machen. Doch nichts geschah. Keine Bewegung, kein Ton, Totenstille. Ich weiß nicht mehr, ob ein Medikament oder mein Selbstschutz mich von dieser Seelenqual befreite. Wie viel Zeit vergangen war, bis ich wieder zu mir kam und Schornsteine, Bäume, Hochhäuser an den Fenstern des Rettungswagens vorbeiziehen sah. Ich weiß nur, wie dankbar ich war, noch zu leben. Doch diese Dankbarkeit wurde binnen Sekunden abgelöst von ihr, der Angst. Sie packte mich mit ihren riesigen, fleischigen Händen und ließ mich ihre Macht spüren. Plötzlich verstummten die Fahrgeräusche, Autotüren schlugen und man schob mich in einen Untersuchungsraum, in dem ein Ärzte- und Schwesternteam bereitstand. Man bemühte sich, mir zu erklären, dass eine sofortige MRT-Untersuchung notwendig sei und ich dabei äußerst still liegen solle. Am Stillliegen hinderte mich meine rechte Körperhälfte keineswegs. Jedoch meine Blase. Also rief mein Kopf, ich muss mal. Mein Mund aber gab fremde Geräusche von sich. Glücklicherweise schien man hier mit diesen mich erschreckenden Lauten vertraut zu sein. Mir wurde tatsächlich ein Schieber gebracht. Beim Blick auf meine Kleiderordnung stellte ich einerseits fest, dass wenigstens mein linkes Auge noch funktionierte. Andererseits sehnte ich mich in diesem Augenblick nach totaler Dunkelheit. Denn ein Schlafoverall, geringelt in weiß und rosa, gestern Abend auf dem Sofa, noch kuschelig und bequem, heute Morgen in irgendeinem Krankenhaus, peinlich und unzweckmäßig, musste mir nun vor aller Augen ausgezogen werden. Nun lag ich splitterfasernackt vor nur auf mich wartenden Ärzten und Krankenschwestern auf einem Schieber. Wie ich mich in einer solchen Situation mit Nebensächlichkeiten wie meinem Aussehen beschäftigen konnte? Im Gegensatz zum Rest meines Körpers arbeitete mein Kopf immer noch recht zuverlässig, leider. Noch heute quälen sie mich, diese beängstigenden Bilder der Hilflosigkeit, Verzweiflung und Todesangst. Und ich wäre dankbar, wenn irgendjemand sie irgendwie aus meiner Erinnerung streichen, löschen könnte. Noch heute stehen sie mit mir auf, begleiten mich beim Zubettgehen, färben meine Träume schwarz und lassen es nicht zu, überstrichen, entfernt, ausradiert oder abgedeckt zu werden. Es wird die Zeit sein, die sie irgendwann verblassen lässt. Doch schenkt mir dieses Leben diese? Ja, es erfolgte dann die OP und man sagte mir anschließend, dass ich einen Schlaganfall hatte. Und ich nahm dieses Wort auf, aber ich konnte das Wort nicht zuordnen. Yeah. Ich hatte totale Wortverständnisprobleme. Dieses Wort Schlaganfall, 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 das trug ich ständig mit mir und ich konnte dem Wort nicht, aber keine Bedeutung das hat. Zuordnen. Ja. Und das machte mir natürlich dann nochmal zusätzlich Angst. Und wie lange dauert so eine OP dann? Das kann ich dir nicht sagen. Weißt du nicht? Das habe ich auch nie erfragt. Ja. Ich war dankbar, dass die damals so stattfinden konnte. Ja. Dazu sind ja auch wirklich Spezialisten gefragt. Ja. Und das ist sowas überhaupt schon, dass die Möglichkeit besteht, so etwas zu tun, über die Leiste, über die Blutgefäße, das ist
Für so viele Leben. Das finde ich schon faszinierend. Ja. Ne? Also so. Ja, da wird das hier eingeführt in die, ja. in die Leiste ja. und ja. bis ins Hirn vorgedrungen. Und ja, ich bin wirklich so dankbar, dass die Möglichkeit besteht, so etwas ja. überhaupt zu tun. Ja, ja, ja. Wie die Wissenschaft da schon fortgeschritten ist und viel, viel Leben wird da gerettet. Und diesen Menschen kann man wirklich nur danken, ja. wie hingebungsvoll die sich da den Menschen zuwenden. Tja, ich hatte gerade gesagt, Wahnsinn. Die Zeit wird es entscheiden. Mhm. Gib dir Zeit und hab Geduld, hörte ich bald aus aller Munde. Schon oft hatte mich mein bisheriges Leben zum Dazulernen gezwungen. Und nicht selten hatte ich dabei akzeptable Leistung erzielt. Doch in den Lernfächern sich Zeit geben, Geduld haben und Schwächen akzeptieren, war ich noch nie besonders gut. Bisher hatte die Devise gelautet, zu jeder Zeit einsatzbereit und bloß nicht an sich selbst denken. Hier wird alles heute und sofort erledigt. Innehalten, abschalten, Verantwortung abgeben und Ruhe finden, das kann alles bis morgen warten. Und heute war plötzlich morgen. Das Leben zwang mich anzuhalten. Es nahm mir die Geschwindigkeit, bremste mich aus, ließ mir keine Wahl. Oft beschäftigt mich die Frage, ob mein Körper mir bewusst ein Bein stellte und mich so zum Umdenken verpflichtete. Ja, man liegt dann natürlich da und fragt sich, warum ja. dir genau dieses geschieht oder warum genau dir das geschieht. Ich glaube, das kannst du nicht beantworten, das kann niemand beantworten. Nee, das ist so. Die Frage, ja, kannst du dir stellen, aber mhm. du wirst niemals eine Antwort darauf finden. Auch nach dem Auslöser nicht, denn ja, nee. Es gibt immer verschiedenste Auslöser ja. bei mir. Ja. Ich war aber sofort auf der Suche nach Antworten. Ja. Ich konnte zwar äußerst wenig reden, mich verständigen, auch schwer aufnehmen, was man mir sagte, aber ich wollte einfach Klarheit und Sicherheit. Ja, ja. Und man stellte dann eine kleine Thrombose in meinem Bein fest. Man stellte auch ein Loch in meinem Herzen fest, ein anhängendes Herzaneurysma, was auch Ursache dafür sein konnte. Und man vermutete auch aufgrund der vielen Schwangerschaften, die leider nicht gut sind, ja. ausging, eine Blutgerinnungsstörung. Die konnte man aber okay. nicht überprüfen, da ich ja schon mit verdünnenden Mitteln behandelt worden ja. bin. Und ja. somit konnte man das erstmal nicht überprüfen. Ja, aber trotzdem war ich immer auf der Suche nach einem Grund. Und ich war sehr dankbar, in dieser Klinik in Dresden angekommen zu sein und dort unterstützte mich wirklich auf der Suche nach dem Grund. Und diesem Ärzteteam, dort bin ich, auch dem Schwesternteam, bin ich wirklich äußerst dankbar. Ja, ja. Wahnsinn. Oh, die Verarbeitung des Erlebten und die damit verbundene psychische sowie körperliche Anspannung verschlang unbarmherzig jede Energiereserve. Angst und Panik ließen mich wochenlang nicht erholsam schlafen. Mein Gewicht schwand, meine Kraft ebenfalls. Noch mehr Schwäche ließ mich nur noch frieren und ständiges Frieren raubte Kraft. Ein teuflischer Kreislauf. Zurück in meinem Bett garantierte mir das stupide Piepen des Überwachungsgerätes, dass meine körperliche Erschöpfung keinesfalls mein Leben bedrohte. Wie unglaublich gut es tat, mich im Notfall auf sofortige Hilfe verlassen zu können. Die Vorstellung, zeitlebens ein Patientenüberwachungsgerät bei mir tragen und den heißen Draht zur Stroke Unit in Anspruch nehmen zu können, hätte meine Angst entscheidend verringert. Ja, ich wünschte mir damals, diese Geräte am liebsten lebenslang an meinem Körper mitzutragen. Ja. Weil dieses Piepen sagte mir, dass alles in Ordnung war, dass ja. alles mit mir in Ordnung war. Es hat dich beruhigt. Ne, und das hat Moment. Mich total ja, beruhigt. Das glaube ich, ja. Doch wie würde es mir ohne die Erfüllung dieses Wunschtraumes nach all dem Durchlebten gelingen, im Alltag wieder Sicherheit zu erlangen? Wie würde es mir gelingen, mit all diesen furchtbaren Bildern im Kopf wieder glücklich und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen? Ablenkung von der oftmals an psychische Selbstzerstörung grenzende Antwortsuche erfuhr ich neben den Besuchen meiner Familie durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten sowie logopädische Behandlung Ablenkung. Sichtlich körperliche Fortschritte ließen Hoffnung aufkeimen. Doch die Enttäuschung über mein immer noch nicht funktionierendes Sprach- und Wortverständnis ermöglichte es diesem zarten Sprössling nicht, Wurzeln zu schlagen. Nicht aufgeben, weiterkämpfen. Auch mit kleinen Schritten erreichen sie irgendwann ihr Ziel.
motivierten mich die Therapeuten. Rückblickend muss ich zugeben, ihr hattet sowas von recht. Wenn auch immer noch nicht angekommen, so befinde ich mich doch auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, in diesen Momenten muss man sich wirklich Zeit geben. Ja, na klar, man darf nicht ungeduldig sein, weil das dauert alles. Dort hätte ich mir aber noch mehr psychologische Unterstützung im Krankenhaus gewünscht. Man bekommt zwar viele Therapien, wirklich Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie. Die Schwestern und Ärzte waren immer da, aber mir fehlte zu der Zeit eine psychologische Betreuung, um das Ganze von Anfang an aufarbeiten zu können. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, die Ängste, die sie haben, die sind verständlich und die sind begründet nach dem, was sie erlebt haben, dann hätte ich wahrscheinlich nicht noch mehr Angst entwickelt. Ja, da wärst du ganz anders mit umgegangen wahrscheinlich. Ja. Dann hätte ich gedacht, okay, das gehört jetzt dazu. Ja. Aber diese Ängste haben mich wirklich überfallen, überrollt. Die haben mich wirklich versucht zu zerstören. Ja. Ja, und ich hatte Angst davor, das Krankenhaus verlassen zu müssen. Weil du den Piepton ja nicht mehr hörst, ne? weil das war einfach eine schützende Burg für mich. Ja, klar, natürlich. Du hattest ständig jemanden um dich rum, der auf dich aufgepasst hat. Ne? Und, den wollte man mir nehmen. Und dann war er da, der Moment, in dem sich meine Gefühle zweiteilten. Ich wollte sie mitnichten verlassen. Die mir Sicherheit bietende Zone. Doch nur Augenblicke später, unter freiem Himmel stehen, nie wieder zurückkehren. Mit zentnerschwerem Ballast im Gepäck hieß es, am 4. November gegen 14 Uhr aufzubrechen. Es hieß aufzubrechen in ein neues, in ein anderes Leben. Es hieß aufzubrechen in das Leben danach. Während der Fahrt von Dresden nach Radebeul sah ich Menschen durch Straßen hasten oder sich in übervolle Straßenbahnen drängen, weinende Kinder neben schimpfenden Müttern, gestresste Autofahrer ihren Frust durch lautes Hupen loswerden, sie schubsen die Jugendliche, die nach Aufmerksamkeit suchten. Ich verspürte Neid. Mein Neid galt ihre Gesundheit und gleichzeitig hasste ich sie. Ich hasste sie dafür, ihren Alltag als selbstverständlich anzusehen. Denn jeden Tag seiner Arbeit nachzugehen, seine Kinder zu trösten, sich mit Freunden treffen zu können, sollte für niemanden selbstverständlich sein. Viel zu oft muss einem erst genommen werden, alles genommen werden, damit man seine Schätze auch wahrnimmt. Aber warum erteilte das Leben gerade mir diese Lektion? Warum gerade mir? Selbstmitleid trieb mir Tränen in die Augen. Ja, ich weiß, jeder hat eine, seine Last zu tragen. Jedoch in diesem Augenblick sah ich nur das Glück anderer und mein Unglück und nicht nur in diesem Augenblick. Der Weg, der zur Akzeptanz und Annahme eines Schicksals führt, ist lang, steinig und kräfteraubend. Doch an dessen Ende warten Zuversicht, Hoffnung und Gelassenheit. Dort will ich hin, dort will ich sein, irgendwann. Das waren damals schon meine Gedanken. Mhm. Und es hat sich bewahrheitet. Ja, was mir jetzt so aufgefallen ist, wo du sagst, du warst der Neid und den Hass auf diese anderen Menschen. Ja. Ich denke, dir ging es aber in dem Moment besser als den anderen. Du hast schon das verstanden, was die anderen noch lange nicht verstanden haben. Ja, mir ging es vielleicht besser, aber ich habe das in dem Moment nicht gesehen. Ja, ja. Ich habe es nicht gesehen. Bei mir war alles nur schwarz. Es war alles schlimm. Es war alles vernichtend. Und ich war wirklich vom Selbstmitleid zerfressen. Ja. Aber auch zu Recht. Mhm. Weil mir wurde alles in dem Moment für mich alles genommen. Ja. Es war alles kaputt. Und ich hatte um so vieles schon gekämpft in meinem Leben und ich wollte es nicht wieder aufgeben. Und deswegen sah ich nur diese schwarze Seite. Mhm. Und es hat viele, viele Monate gedauert, mich davon befreien zu können. Aber wenn ich das jetzt lese, rückblickend, sage ich, irgendwo war ja doch ein bisschen Hoffnung, sonst hätte ich das nicht so aufgeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Oder es war vielleicht doch einfach der Wille, Leben. Ja, vielleicht auch unterbewusst nur. Ne? Ja, ich wollte einfach leben. Ich wollte leben und vor allen Dingen für meine Kinder. Ja. Und das hat mich sowas von vorangetrieben. Mhm. Das hat mir die Kraft geschenkt. Wie alt waren deine Kinder damals? Die waren damals 11 und 15 und das war natürlich ein Alter, wo man unbedingt die Mama auch braucht. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und sie da leiden zu sehen, wenn sie bei mir am Krankenbett waren, hat mich zu einer Seite mehr kämpfen lassen, aber andererseits mir natürlich noch mehr Traurigkeit ins Herz geschickt, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder traurig sind. Aber du hattest doch auch
einen Mann wieder dazu gehabt. Hat sich der um dich gekümmert dann? Oder? Ja, natürlich hat er sich schon gekümmert, aber ja. Ich habe dieses Erlebnis, das hatte nur ich mit meinen Kindern, dieses Adoptionserlebnis, dieses Erlebnis, ein Kind selbst auf die Welt bringen zu dürfen, das hatte ich und das hat uns zusammengeschweißt. Und das kann man nicht ersetzen. Das muss man erleben. Ja, ja. Das muss man erleben und deswegen fühlte ich mich da sehr, sehr verantwortlich. Ich bin in der Zeit auch meiner Mutter, dem Partner meiner Mutter, dem Mann meiner Mutter sehr dankbar gewesen, die auch immer für meine Kinder da waren. Und zum Glück lebten wir alle in einem Haus, sodass sich das dann auch gut einspielte. Ja. Aber ganz ehrlich, meine Mutter und meine Kinder hätten ja eigentlich Selbsthilfe gebraucht. Am Ende ja. In solchen Zeiten. Und da gab es nichts irgendwie, dass da irgendwelche psychologische Unterstützung war? Oder? Na, die mussten ja auch einfach nur funktionieren. Meine Mutter hat mich ja auch oft besucht im Krankenhaus. Die war für meine Kinder da, hat für meine Kinder gekocht, Wäsche gewaschen. Mhm. Ja, mein Mann hat mich oft besucht, sodass ich da auch immer mal Abwechslung bekam. Ja. Die Kinder mussten ja dann auch zur Schule gehen. Irgendwo muss das Leben ja weitergehen. Klar, ja. Und ja, in also der Zeit... Zumindest für die anderen alle, da läuft das Leben ja ganz normal weiter am Ende. Ja, ne? Ja, und ich erhoffte mir damals sehr, sehr viel von der bevorstehenden Reha, weil ich brauchte wirklich dringend psychologische Unterstützung. Und du bist dann danach gleich in die Reha dann gekommen, oder? Ich war leider ein paar Tage zu Hause, 10 Tage ungefähr. Ich hätte mir gewünscht, dass ich direkt... Das ist direkt im Anschluss dann. Weil zu Hause hatte ich das Gefühl... Diese Verantwortung, die im Krankenhaus alle Ärzte, Schwestern und medizinischen Geräte übernommen hatten. Ja, dass du die nicht tragen kannst. Die jetzt und meiner Familie abgeben musste. Ja, das noch dazu. Und das war für mich eigentlich schwer auszuhalten. Und mir ging es wirklich extrem schlecht und ich wollte eigentlich so schnell wie möglich zur Reha. Ja. Und der dritte Teil meines Buches, die Reha, entstand direkt in der Reha. Dort begann eigentlich mein Buch. Das sind die Aufzeichnungen von dieser Zeit. Man kann ja auch jeden Tag nachlesen, was ich getan habe. Ich habe das nur im Nachgang etwas abgeändert zur Verständlichkeit für jemanden, der mich nicht kennt, mit einigen Bemerkungen ergänzt. Ansonsten ist der Teil so geblieben, wie er original war. Und das ist das, was du im ersten Teil schon gesagt hattest im Interview, dass du mit der linken Hand dann das alles in den Laptop eingetippt hast. Genau. Ich würde euch jetzt in den dritten Teil gern mitnehmen und euch noch zwei Teilpassagen aus der Reha direkt vorstellen. Mit riesigen Erwartungen fuhren wir bei schönstem Sonnenschein, aber Temperaturen knapp über Null, nach Pulsnitz. Doch schon während der Aufnahme in die Klinik spürte ich, dass sich Enttäuschung über meine Seele legte. Kalt, riesig, unpersönlich erschien hier alles. Kahle Gänge führten mich in ein winziges Zimmer ohne Wärme. Mir laufen die Tränen. Hier soll ich gesund werden? Die Blicke meines Mannes bemitleideten mich. Sein Mund spricht mir Mut zu. Zu zweit sitzen wir in einer kleinen Stationsküche und ich bekomme eine Kartoffelsuppe mit Bockwurst serviert. Hunger verspüre ich keinen, aber es ist nun mal Mittagszeit. Wir verabschieden uns und nun beginnt er, mein einsamer Kampf. 12 Uhr sitze ich an meinem Laptop und überbrücke die Zeit bis zu meiner auf 13 Uhr angesetzten Erstuntersuchung. Den mir überreichten Urinbecher habe ich schon brav befüllt. Inzwischen ist es 14.33 Uhr. Eine Schwester betritt mein Wohngemeinschaftsterritorium und entwendet mir den Urinbecher mit den Worten: Urinuntersuchung gibt es hier schon lange nicht mehr, da hat die aufnehmende Schwester wohl was verwechselt. Gehaushaltet wird ja überall, aber auch was manch lebenswichtige Untersuchung betrifft. Hoffentlich erscheint der Arzt bald oder wird auch dieser aus finanziellen Gründen eingespart? Das viertelständige Gebimmel der Kirchglocken direkt vor meinem Fenster geht mir schon heute entsetzlich auf die Nerven. Ich brauche Ruhe. Ruhe und Hilfe. Beides nicht in Sicht. 15.15 Uhr und immer noch kein Arzt. Ich halte diese Warterei nicht mehr aus und suche das Schwesternzimmer auf. Wen finde ich dort? Den Arzt oder besser die Ärztin. Wir werden uns einig, 16 Uhr Aufnahmeuntersuchung in meinem Zimmer, im Zimmer 207. 15.52 Uhr schnell zurück ins Zimmer.
Die Nachricht meiner Mitbewohnerin entsetzt mich. Die Ärztin war bereits hier und hat nach dir gesucht. Nun ist sie auf dem Weg zu weiteren Patienten. Von wegen, wir waren uns einig. Wahrscheinlich hätten wir die Uhren abgleichen müssen. Auf meinem erneuten Weg ins Schwesternzimmer begegne ich der Ärztin. Sie folgt mir sofort in mein Wohngemeinschaftsterritorium in Zimmer 207 und untersucht mich recht gründlich. 16.30 Uhr und mir bleibt noch Zeit für das Schönste und Wichtigste an diesem Tag, an diesem Ort. Ich schreibe, um meine Familie zu Hause über mein Fortkommen zu informieren. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. 17 Uhr. Es gibt Abendessen. Auch mein flehender Blick duldet kein Abweichen von der Tagesordnung. Also muss ich das Unwichtige dem Wichtigen wohl vorziehen. Auch diese Mahlzeit soll ich in der kleinen Küche gegenüber dem Schwesternzimmer einnehmen. Dies scheint für Neuankömmlinge gesetzt zu sein. Wahrscheinlich werden hier die Tischmanieren jedes Einzelnen getestet, bevor wir in den herrschaftlichen Speisesaal eingelassen werden. Zwei belegte Scheiben Brot laden nicht zum Essen ein. Dem Herrn Mitte 50 mir gegenüber scheint es ebenso zu gehen. Weder satt noch zufrieden, entfernt er sich schnell wieder vom Tisch. Als ich die Gänge entlang wandle, spüre ich überall nur Kälte. Auf meinem Rückweg durch die kilometerlangen Gänge beginne ich die Klinik zu schädigen. Wie? Ich öffne jeden Heizkörper, der mir in die Finger kommt. Und das sind nicht wenige. Eigentlich finde ich Klinken, Knöpfe und Griffe total eklig. Die darauf sitzenden Viren glotzen mich stets unverschämt an. Doch diese Thermostate hat mit Sicherheit noch nie jemand berührt. Als ich am Abend durch die Gänge gehe, umhüllt mich Heizungswärme. Ich denke, bis morgen früh habe ich den Rest der Reha-Klinik mit Wärme versorgt. Ja, so begann mein Aufenthalt. Mit viel Frust erstmal. Mit viel Frust. Ja. Aber ich habe mir so meine Highlights geschaffen. Also ich hatte wirklich nach dem Schlaganfall eine Zeit, ich habe nur gefroren. Es ging anderthalb Jahre so. Ja. Und diese kalten Gänge, diese kalten Zimmer, die haben mich nicht unbedingt wohlfühlen lassen. Und so machte ich mich an dem ersten Tag schon auf, um alle Thermostate zu bedienen, die ich finden konnte. Um die Wärme hochzutreiben. Und ich habe in den folgenden Tagen... Ja. Und konntest du damals schon reden wieder? Oder naja, ich konnte einigermaßen dich mit einem ungewohnten Sprechgesang. Okay, konntest du dich verständlich machen. Verständigen, ja. Es hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis ich wieder meine normale Sprache auf meine normale Sprache zurückgreifen konnte. Ich konnte damals zwar schlecht laufen, aber ich konnte mich fortbewegen. Ja. Und meine Wortfindungsstörung begleitete mich immer noch zuverlässig. Die Seheinschränkung wurde zunehmend besser. Die beschränkte sich dann auf ein nicht räumliches Sehen können. Mhm. Das hat dann aber eine Brille, die ich mir extra habe anfertigen lassen, mit einem Prisma etwas eindämmen können. Also Wärme schenkten mir auch meine Mitpatientin, die ich jeden Tag an meinem Tisch zum Essen treffen durfte. Mhm. Und die hatten alle einen Schlaganfall? Oder? Also die an meinem Tisch sitzenden hatten alle einen Schlaganfall. Ja. Es tat gut, mit ebenfalls Betroffenen nah sein, also denen nah sein zu dürfen, sich auszutauschen. Auszutauschen, ja. Weil man ist auf einmal nicht mehr der Einzige, der sowas durchleben musste. Ja, und man teilt sein Leid. Man teilt das, das verstehe ich. Ja. Deswegen jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt von dem Erlebten, zum Beispiel an unserem Tisch. Mhm. Erst 6.32 Uhr aufgewacht, jetzt aber zack, zack. Muss doch 7 Uhr beim Frühstück erscheinen und 8 Uhr zum Gleichgewichtstraining in der Turnhalle stehen. Zeit für Schuhwechsel unbedingt einplanen. Na dann mal los. Pünktlich sitze ich in der Viererrunde beim Frühstück. Und wieder macht die Atmosphäre am Tisch mich glücklicher als das Frühstücksangebot. Einer unserer Herren setzt sich mit vollbeladenen Teller zu uns, erzählt entsetzt. Ich hole heute früh mein Lieblings-T-Shirt aus dem Schrank und es bestätigt sich endlich der Verdacht. Liegt ein Kleidungsstück zu lange bei Zimmertemperatur unbeachtet herum, verhält es sich wie eine Weintraube. Es wird schrumpelig und verliert an Größe. So, und nun bekomme ich das Ding einfach nicht mehr an. Also an meiner Figur kann es ja nun wirklich nicht liegen.
Mit Blick auf seinen Teller bleibt uns nur noch eines: Lachen bis zum Tränenausbruch. Natürlich nur, weil wir uns freuen, dass wenigstens einem an unserem Tisch alles und zu jeder Zeit schmeckt. Ja, das waren so kleine Erlebnisse. Ja, die ein bisschen Freude und Lebensfreude zurückgebracht haben. An unserem Tisch, auch, ja, wo wir uns gegenseitig ein bisschen aufgemuntert haben, ja, wo wir gelacht haben, obwohl es uns manchmal gar nicht zum Lachen war. Mhm. Aber diese Momente, ja, man hat aber gemerkt, es geht langsam bergauf. Ja? Ne? Man kommt, ja, die Treppe wieder weiter nach oben, ja, es kommt das Licht, ja? Ja, man kommt ins Licht, wie du sagst. Ja. Und diese, ich war 4 Wochen damals zur Reha, ich habe dort viel gelernt, auch im Umgang mit mir selbst. Ich hatte eben Zeit für mich und das war mir besonders wichtig. Ich konnte, mhm, schauen, wie es mir geht, was ich brauche. Mhm. Und die Zeit habe ich dort intensiv genutzt. Auch das Kennenlernen der anderen Patienten war für mich sehr wichtig. Einige Therapien waren für mich sehr wichtig. Und ich hatte dann wieder ein bisschen Angst, die Reha-Klinik verlassen zu müssen. Weil es stand ja wieder ein neuer Lebensabschnitt vor mir. Ja, natürlich, mhm, na klar. Ne? Und es hat dich niemand, mhm, mehr wieder sich, genau, um dich gekümmert. Und, ja. Am Abreisetag, Giselas Wecker, das war die mit mir im Zimmer wohnende, weckte mich 6 Uhr. Kein Einzelzimmer? Nein, also es gab wenig Einzelzimmer. Okay. Es gab zumeist 2 Bettzimmer. Okay. Das war, mhm, aber für mich okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Angst gehabt allein. Ja. Ich hatte so, mhm, immer noch eine Kontrolle. Okay. Ja. Ich hätte jede Zeit auf Hilfe zugreifen können und mir tat es gut. Okay. Mir tat es, ja, wirklich gut. Also Gisela, nochmal ganz liebe Grüße an Gisela, die war einfach einzigartig. Giselas Wecker weckte mich 6 Uhr. Jedoch nicht, weil er laut klingelte, sondern weil er Gisela beim Ablesen der Uhrzeit aus der Hand fällt. Lachend begrüßen wir den letzten gemeinsamen Morgenimpuls. Nach dem Frühstück beginnt eine herzliche Verabschiedung von weiteren Patienten. Alle äußern ihren Wunsch auf ein Wiedersehen. Doch bitte nicht unter diesen Umständen. Nach unseren negativen Erfahrungen teilen wir uns alle ein gemeinsames Ziel. Das Ziel, gesund und alt zu werden. Ich werde abgeholt. Unruhe überfällt mich. Und Unsicherheit. Wie geht es weiter? Mit einem Blick ins Morgen. Bloß nicht umschauen. Die Zukunft wartet auf mich. Was ich mir von ihr wünsche? Dass sie mir die Chance gibt, mich von all der dem Seelenballast zu befreien. Ich will nicht vergessen. Ich will akzeptieren. Ich will es schaffen für mich, für meine Familie, mit ihrer Hilfe. Und so mache ich mich auf den Weg, nicht in mein altes, in ein neues Leben. In das Leben danach. Der vierte Teil, den wir das nächste Mal vorstellen, ja, ist dann die Zeit danach. Das Leben nach, ja, dem Schlaganfall, ja, wo ich wieder zu Hause bin. Und ich denke mir mal, dort sieht man auch dieses Auf und Ab, mhm, was man danach erfährt. Diese dunklen Momente, die von hellen abgelöst werden. Dieses, also es gibt danach immer noch dunkle Momente? Ja, ja? Okay. Ja, die gibt es jetzt noch. Die gibt es jetzt noch. Die gibt es jetzt noch, ja. Ja. Es gibt Momente, die an diese Situation erinnern, ja, und die einen dann ganz schnell dorthin zurückbringen. Immer noch die Angst kommt, ja. Aber ich kann inzwischen sehr gut damit umgehen, weil ich es ein bisschen gelernt habe, mich dann abzugrenzen. Okay. Also das ist ein Weg, ich glaube, das begleitet einen dein Zeitlebens. Wahrscheinlich dann, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, ja, mit Sicherheit, ne? sonst kannst du das, mhm, überhaupt nicht verarbeiten. Mhm. Mhm. Ja. Ja, gut. Das war der dritte Teil. Ich denke mal, Wir freuen uns, würde, ja, ich sagen, auf den vierten. Also ich freue mich auf den vierten, ihr wahrscheinlich genauso. Das hoffe ich doch. Wie immer der Hinweis der Verlinkung des Buches unten in der Videobeschreibung. Also wer es nicht mehr erwarten kann, den vierten Teil vorgelesen zu bekommen oder ihn erstmal selbst lesen möchte, weil es ist ja immer was anderes, ob man ihn selbst liest oder ob man es vorgelesen bekommt von der Autorin selbst. Ne? Ja, also, und da muss ich kurz was einfügen. Für mich ist es ja sogar besonders, dass ich wieder lesen kann, ja, und ja, dass ich das vorlesen, stimmt, kann. Ne? Ja. Das ist für mich ja nochmal, ja, ein Riesenberg, den ich damit bewältigt habe. Und ja, ja. Ich finde das toll. Ja, ich schätze das mehr, dass du mir das vorliest, als wenn ich das selbst lesen würde. Ne? Also ich, ja.
Ja, so. Schön, wenn es anderen auch so geht. Ja, schreibt mal in den Kommentaren unten, wie ihr das findet. Schreibt mal auch eure Meinung. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch mal unten rein. Da können wir auch mal einen Teil noch machen, irgendwie, wo wir eventuell Fragen beantworten. Ja, gern. Und ich würde dann auch beim vierten Teil mal meine E-Mail-Adresse mit angeben. Ja. Also es könnten dann auch Anfragen zu zum Beispiel Büchern kommen. Genau, es kann auch jeder gern ein Buch über mich beziehen mit einer Widmung drin. Und dann gibt es eine persönliche Widmung. Genau, das ist das. Also das wäre natürlich auch noch möglich. Ja. Und wer das möchte, jederzeit gern. Dann schaut das nächste Mal wieder rein und wir sehen uns dann wieder. Genau, danke schön. Ich freue mich auf dich. Ne? Bis bald. Dankeschön. Ne? Tschüss.